Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bus Simulator 18. Ja, wir haben immer noch unsere Ziele hier offen. Nutze Fahrer, um auf einer Strecke mit maximal 10 Haltestellen 4 verschiedene Dinge hier anzufahren. Da müssen wir dann erstmal eine neue Strecke machen. Hauptbahnhof muss drin sein. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Hauptbahnhof ist hier. Dann die Agri-Dingsbums, das ist die da unten. Zone. Ach, dann fährt die da oben rum. Na gut, das ist nicht das, wo sie eigentlich rumfahren sollte. Aber es ist okay, dann haben wir zumindest den Kreisverkehr nicht. Da müssen wir 2 Haltestellen haben, die und die. Dann noch in Industriezone. Die ist hier rechts. Da brauchen wir dann auch wieder 2 Haltestellen. Und danach müssen wir nach Port Ember. Also nehmen wir doch die Haltestelle da oben. Und ja, das gehört ja beides dazu, ne? Dann fahren wir einfach dahin und dahin. Das sind 7 Haltestellen. Also genau das, was jetzt oben drin stand. Das machen wir doch. Achso, nutze auch Fahrer, genau. Die speichern wir auf jeden Fall erstmal ab. Dann holen wir uns noch einen kleinen Bus dazu. Den hier. Und dann gucken wir natürlich, dass wir noch Werbung drauf machen. Zack. Anwenden, genau. Und wen von euch, ach, jetzt ist das hier wieder mitten im Weg. Wen von euch stellen wir denn an? Ich meine, dafür brauchen wir jetzt keinen, der jetzt so viel kostet, weil da werden wir nicht so viel von kriegen. Extrem erfahrener Go-Kart-Fahrer von der Komikerschule geflogen, erfreut sich an Werbepost. Susanne, schönen Gruß über diesen Wege. Ja, bei dem Namen kann ich sie eigentlich nicht ablehnen. Da muss ich halt den Profi irgendwo, obwohl wir haben jetzt schon so viele Profis mittlerweile, ne? Ist ja, das ist krass. Okay, die nehmen wir auf jeden Fall mal rein. Und setzen die erstmal auf diese Strecke. Wo haben wir euch denn hier? Die und der neue Wagen. Genau. Zack. Und einmal los geht's. Alles einsteigen. Zimmermannstor. Genau, wir sind am Zimmermannstor am Hauptbahnhof, beziehungsweise, ja doch, einsteigen auf jeden Fall. Hallöchen, guten Tag. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, einmal eine Fahrkarte, wo ich nicht draufklicken kann, so. Ich habe meinen Mauszeiger irgendwie gerade nicht gesehen, ich weiß auch nicht. Ich habe dann die ganze Zeit daneben gedrückt. Danke. So, bitteschön, die Dame. Also nur die Rentnerin hat bezahlt, sonst will mal wieder keiner hier bezahlen. Müssen wir mal wieder alle kontrollieren. Was? Klar. Hier. Hab ich's. Mhm. Klar. Heute haben wir mal keinen erwischt. Na gut. Dann hältst du wohl an. So ist brav. Okay. Und dann schauen wir mal. Wir müssen nach rechts. Oh, und wir haben eine rote Ampel. Hallo, stopp! Nein, du sollst ganz stoppen. Hat er jetzt den Blinker wieder reingemacht? Ja, da läuft jetzt gleich hier einer über die Ampel drüber. Guten Tag, der ja. Du, Leute, wir haben ich noch keine Zeit. Burrito nicht essen sollen. Nicht in den Wagen kotzen, junge Dame. Nicht in meinem Bus. So. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Die Steine habe ich noch. Die Beine, sag ich schon. Die Steine habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, wir haben auch wieder eine rote Ampel. Die hätte ich auch fast nicht gesehen. Na, mein Kind, da muss keiner über die Straße und es fahren auch keine Autos mehr. Lasst uns durch. Dankeschön. Ich danke dem Bus, Gott. So. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Nein. Unter uns gesagt, manchmal habe ich das gleiche Gefühl. Manchmal denke ich auch, dass ich einfach nur ein Spiel spiele. Also sie denkt, sie ist in einem Spiel. Ich denke, dass ich manchmal einfach nur ein Spiel spiele.
dass es gar nicht die Realität ist und wir gar nicht alle Busfahrer sind. Das macht mir manchmal große Angst, dieser Gedanke. Das ist aber eine blöde Insel hier. Ja. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich jetzt rechts oder links muss. Aber ich glaube, ich muss hinten tatsächlich links. Hm? Wechsel mal auf die linke Spur. Wie die dann immer um die Ecke brettern, ne? Erst so, ich glaube, ich muss hier abfahren. Und dann wusch, einmal um die Ecke. Oh ne, ich muss doch nach rechts. Entschuldigung. Denke ich. Das Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Hm. Oh ja, das gerne. Ziemlich gut. Aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Hallo? Zu viel gefuttert über Weihnachten? Oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Hab ich noch in meinem Badeanzug? Ich habe gerade ein UFO gesehen. Oh mein Gott, wo? Wo? Obwohl, naja, vielleicht, ne, sie ist ja schon eine etwas ältere Dame, so wie sich das angehört hat. Vielleicht haben ihre Sinne ihr da einfach nur einen kleinen Streich gespielt. Das kann natürlich auch sein. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Ich war nicht drin, ne? Oh Gott. Ich hasse diese Schlaglöcher. Ich hasse sie abgrundtief. Obwohl die gar nicht so tief sind, aber ich hasse sie trotzdem abgrundtief. So, und hier müssen wir jetzt auch wieder direkt rechts. Ja, bleibt schön da stehen. So ist brav. Ich habe jetzt leider nicht darauf geachtet, ob hier irgendwo Fußgänger sind. Aber ich hoffe mal nicht. Schlagloch. Ich muss so weit wie möglich nach rechts. Geht das? Ja, gut, wir sind auf, 40, auf 20. 40, genau. Das sollte auf jeden Fall gehen. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zu finden ist. Ja, das Thema hatten wir ja schon mal. Ne? Also Hans ist ja... Das ist ja das Hähnchen der Familie, ne? Der kann doch nur wieder zurückkommen. Nächster Halt, Nutrivore, Forschungslabor. Das war doch hier, oder? Wo man ein Stückchen weiter... Genau. So ein Collectible-Büro. Hallo! Guten Tag! Möchte hier keiner rein oder raus? Daneben nicht, ihr könnt mich alle mal. Ich möchte aber gerne raus, schön stehen bleiben. Ich hab jetzt lang genug geblinkt. Oh, verdammt! Ich hab vergessen, die Haustür abzuschließen. Oh, ich dachte, ich werde mir jetzt mit einem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen. Und wenn der jetzt gesagt hätte, oh verdammt, das war meine Haltestelle, ich muss jetzt hier raus. Boah, Glück gehabt. Seine Tür interessiert mich nicht. Oh, oh, oh. Das hat auch geklappt. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Nein, Brems! Und du dämlicher Hutfacher, wollte ich gerade sagen. Du dämlicher Fußgänger, jetzt geh einfach weiter. So, das wollte ich sagen. Ich komme hier gar nicht mehr. Oh Gott. Ich bin einfach zu müde heute. Es tut mir wirklich sehr leid. Wenn ich zu wenig Schlaf habe, was ich ja irgendwie in letzter Zeit dauernd habe, dann kann das schon mal in unsinnigen Kommentaren enden. Oh, Hallöchen. Ich bin auch da. Es hat Licht angemacht. Wollte eigentlich Lichthupe geben, hat dann aber gemerkt, ich war hinter ihm. Ich muss halt nicht nach Arbeit. Ja, fahr! 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 Ich fahr dir gleich rein! Los! Fahr weiter! Perfektion. Perfektion, genau. Das ist mein zweites Motto. Also alle raus hier. Ne? Na gut. Kann ich bitte eine Fahrkarte? Also, der Blau hat mich bezahlt. Ja, gerne. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, das ist gut. Die Rentner sollten immer bezahlen, weil die erwische ich nämlich auch immer, wenn sie nicht bezahlen. Danke. Gerne, gerne. Blau, die weiße hier vorne. Und der braune Typ da hinten. Hier. Hier. Der war das, ne? Was denn? Ey, heute kein Schwarzfahrer dabei oder was? Ich mache hier Verluste. Jungs, so geht das nicht. Warst du gestern auf dem Konzert mal gesehen? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Das sind die Walking Zombies gewesen. Die kenne ich. Ich kenne den Leadsänger. Aber absolut geil. Der macht richtig gute Mucke.
Okay, der hat gemerkt, ich werde nicht für ihn bremsen. Und hat dann selber mal gebremst. So, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, fahren wir jetzt wahrscheinlich... Ist das da hinten schon wieder ein Schlagloch? Ich sehe es doch. Das ist aber kein Schlagloch. Fahren wir jetzt wahrscheinlich zum letzten oder vorletzten? Ich bin mir nicht sicher. Du bist kein Blitzer, oder? Aber das waren Schlaglöcher. Alter, schreck mich doch nicht so. Ich habe hier immer noch... Ne, ich werde hier immer noch brutalst verfolgt von den ganzen Schlaglöchern. Da kannst du doch nicht... Oh. War das ein Geist? Ich wollte gerade sagen, ein Schlagloch. Ja. Und nein, es war kein Geist. Das war nur ein Schlagloch. Da ist die Bushaltestelle. Aber wir müssen noch ein bisschen weiter. Bootsbauergasse. Okay. Habe ich doch gerade gesagt. Chill mal deine Base. Alle Mann aussteigen! Schneller! Lass doch schneller gehen! Ich hab doch keine Zeit! Ach doch, ich habe doch Zeit. Ich habe noch anderthalb Minuten. Also, guten Tag. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ja, gerne, gerne. Zahlen Sie auch für die Mädels, die gerade nicht zahlen wollten? Man weiß es ja nicht. Und der hat... Moment, wer hat denn jetzt gerade bezahlt? Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so... Na klar. Und nimm endlich mal deine Hände von zwischen den Beinen hier weg, ne? Also, der hatte, glaube ich, gerade bezahlt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Hab ich denn... Was? Welche von den beiden ist jetzt neu drin? Oder hatte er hinten bezahlt? Was ist ein dunkler Name? Ich weiß es gerade. Ich habe jetzt ehrlich gesagt das erste Mal seit langem nicht mehr so drauf geachtet. Nächster Halt. Hafen. Zentrallager. Ja, zum Hafen fahre ich gern. Da lebt ein schöner Stern. Ach, wie hieß diese Kinderserie von früher nochmal? Das ging doch auch um einen Stern. Das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Nee, so hieß die Kinderserie nicht. Aber es ist ein Schlagloch. Wenn ich da mit 4 drüber fahre, ist nicht so schlimm. Hör mal auf mit diesem riesen Lärm hier und fahr! Mias Stern? Lauras Stern, genau, so hieß die. Frag mich jetzt nicht, wie ich durch diese Sternsache da drauf komme, aber... Leute, ich fahre gleich links an euch vorbei, wenn ihr jetzt nicht mal Gas gibt. Das kann doch nicht sein. Rechts und links fährt kein Auto. Aber trotzdem steht ihr wie doof da, wie heinblöd, und wartet auf der Kreuz... Es ist wirklich nicht normal. Mir auf die Nerven, tut mir leid. Ich hab doch keine Zeit für sowas hier. Ich kann hier doch nicht eine Stunde stehen und warten, bis da 3 Autos nach links gefahren sind. Warum bremst der? Moment! So. Ich wurde ja mal ganz am Anfang für den dezenten Einsatz meiner Hupe belohnt. Also gelobt, nicht belohnt. So, du musst dich damit zurechtfinden, dass ich die Kurven immer schneide. Auch hier. Musst du halt früher bremsen, wenn du siehst, dass mein Bus kommt. Hä? So, das war noch nicht das letzte, ne? Eine kommt noch. Ja, hat nicht Endstation gesagt, einer kommt noch, einer geht noch. Ja, ob das der richtige Bus ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wer von denen das jetzt gesagt hat. Also, die Grüne, die ist aber hinten durchgegangen. Danke. Gerne. Eine Fahrkarte. Ja. Ich freue mich über jeden, der mal was bezahlt. Ja, dann macht das doch. Oh. Ja, hallo? Er hat es nicht angenommen. Er hat es nicht angenommen. Wundervoll. Also, braun weiter hinten. Das ist... Was haben die eigentlich alle? Die hat die Hand zwischen den Beinen. Ja, ihr braucht es gar nicht wegzunehmen. Die hat die Hand zwischen den Beinen. Wo hab ich denn... Was ist heute mit euch los? Habe ich hier nur perverse... Zuschauer, wollte ich gerade sagen. Habe ich hier nur perverse Passagiere oder was? Hallo? Halt. Wrestle, Lagerhalt.
Oder was ist mit den Entwicklern irgendwie schief gelaufen? Also, ich weiß es nicht. So, wir müssen jetzt da hinten quasi drehen. Wenn ich noch nicht so genau weiß, wo. Ich weiß nicht, ob ich vor... Doch, hier habe ich Vorfahrt, okay. Oh, Leute, ganz ernsthaft. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. So. Ja, das ist nett. Du hattest zwar Vorfahrt, aber ist okay. Wenn du für mich extra anhältst, dann ist das super. So. Spät. Einmal zu den Lagerhallen bitte. Die ganzen kräftigen Kerle bitte aussteigen. Sie scheint hier im Büro zu arbeiten. Oder so. Jetzt geht. Warum kann man den eigentlich unterm Rock runtergucken? Ach Gott, jetzt lauft doch nicht alle an mir vorbei. Ich bin hier gerade abgelenkt. Tag Senior zweimal. Für dich und für deine Freundin nehme ich an. Ja, gerne, gerne. Es ist aber auch immer laut, wenn ich hier hinkomme. Moment, du hast eben schon an dir rumgefummelt. Ihr habt auch schon eben... Hab ich Ihnen schon gezeigt. Ja, mir doch egal, ob ich schon gezeigt habe. Hier laufen alle einfach rein, ohne mir was zu sagen. Ihnen schon gezeigt. Ja, das ist ja schön. Da kann ich auch nichts für. Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Ja. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Also erstens, Hunde bitte nur anschaffen, wenn ihr wirklich das Geld dazu habt, wenn ihr die Zeit dazu habt, regelmäßig mit dem Hund rauszugehen. Und mit regelmäßig meine ich bei älteren Hunden, sage ich jetzt mal, also nicht bei Welpen natürlich, viermal am Tag auf jeden Fall. Lange Spaziergänge sind ein Muss, nicht unbedingt jeden Tag, aber ist auf jeden Fall ein Muss. Und bitte niemals, und das meine ich wirklich ernst, niemals, wenn ihr Vollzeitjobs ausübt. Wenn ihr den Hund mitnehmen könnt, ist es natürlich was anderes, weil dann hat er auch Gesellschaft und alles. Ja, der Randstein schon wieder, mein Gott. Ich hab's halt mit den Randsteinen, es tut mir leid. Gestern war es super. Endstation, alle von sich ablassen und aussteigen bitte. Dankeschön, das ist irgendwie so einfach so. Ich will jedes Mal, wenn die mit ihren Rücken vorne sind. Es tut mir leid, aber ich bin total verstört jetzt. Gott. Hat da schon wieder jemand Müll gemacht? Nee, ne? Hoffentlich auch nichts anderes. Die eine, die hat ja gesagt, sie muss eigentlich mal reiern. Aber sie hätte ihn auf jeden Fall nicht essen sollen, hat sie gesagt. Die Burrito. Hallo? Kollision hatte ich keine. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ich hatte keine Kollision. Aber wir gucken mal. Gratulation, du hast neue Gegenstände freigeschaltet. Das sieht ja ganz cool aus hier. Oh, schwarz und grün. Sehr schön. Borussia-Farbe. Immer wieder gerne genommen. Kann man... Achso, mit der rechten Maustaste. Okay, wenn ich jetzt noch weiß dazu machen kann, dann wäre es natürlich perfekt. So, hier unten habe ich aber nicht mehr, ne? Da geht es nicht runter. Ich meine, gut, der Bordstein... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hab's nicht so mit dem Bordstein manchmal. Hervorragende Arbeit, ganz wie ich erwartet hatte. Der Hafen gehört nun euch. Viele der Arbeiter dort werden sich bestimmt freuen, dass sie sich zukünftig auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen können, der sie morgens pünktlich zur Arbeit und abends sicher wieder nach Hause bringt. Ich konnte die Stadtverwaltung davon überzeugen, dir einen weiteren Bonus anzubieten, wenn du die Wohngebiete erfolgreich mit dem Hafen verbindest. Oh, und sie überlegen, ob sie Westfield und Meierheim für den öffentlichen Nahverkehr öffnen sollen. Das weißt du aber nicht von mir. Ja. Das Blöde ist, es kommt wirklich jedes verdammte Mal. Jedes Mal, wenn ich den PC starte, jedes Mal, wenn ich hier eine neue Runde gemacht habe, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis 6 Mal müssen wir uns den gleichen Text anhören. Es tut mir wirklich leid. Aber ich kann es auch irgendwie nicht wegklicken. Das funktioniert nicht. Ja, beim nächsten Mal müssten wir dann...
alle Haltestellen von Port Amber. Das ist das. Achso, das ist dieser Hafen hier, genau. Okay, ja, ist auch wieder eine kleinere Strecke und so. Aber naja, gut, ich meine, ist ja. Wir haben jetzt schon wieder so viel Geld, dass wir uns schon wieder einen kleineren Bus leisten können. Und eigentlich streng genommen, gut, die Fahrer, die kosten jetzt nicht so viel, ne? Ich meine, das kann man ja gut davon abrechnen. Also, das ist schon echt gut hier. Ja, gut, das macht nicht so viel Gewinn. Das macht sogar verdammt wenig Gewinn, streng genommen. Weil der hier hat ja auch bestes Ergebnis, fast 15.000. Und erwarteter Gewinn halt mit dem NPC hier ist nur 10,5. Deswegen, naja. Okay, dann würde ich aber trotzdem sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen die nächste Runde dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.